Ich komme aus dem Badischen, da in der Ecke von Freiburg, Staufen im Breisgau, mitten in einem Weingebiet. Und wir hatten keine Gastronomie, wir hatten eine Schmiede. Aber bei dem Weinlesen haben die ortsansässigen Winzersfrauen so gut gekocht, dass mich das immer schon fasziniert hat. Das war eigentlich die Sekunde, wo ich das immer im Kopf hatte, ja, und niemand mich davon abbringen konnte. Ich habe erstmal auch eine Ausbildung gemacht, die super klassisch ist. Also eben im Schwarzwald gelernt, in so einem normalen Landgasthof. Und habe da gemerkt, okay, das kann es jetzt noch nicht sein, was die Küche betrifft. Dann war ich in der Schweiz. Früher ist mir die Schweiz gegangen. Ja, das war ganz wichtig, in so einem Fünf-Sterne-Hotel. Und am Ende dieser Zeit war ich dann schon relativ fit, am Ende dieser Saison. Und dann bin ich erstmals in eine große Stadt gekommen, nach München. So ging es dann langsam los, so wirklich auch zu lernen und diese Küche und den eigenen Stil zu prägen. Und dann irgendwann stand ich auch bei Witzigmann vor dem Fenster und dachte so, okay, bestes Restaurant in Deutschland, da willst du hin. Und diese Zeit Gourmet-Restaurant, das ist ja mit Witzigmann losgegangen auch. Da bin ich natürlich sehr Witzigmann geprägt, das Produkt ist immer der Star in der Küche. Das ist heute noch so und durch diese Ausbildung, die ich da gemacht habe, ging das auch immer so ein bisschen in die frankophile Richtung, also auch französische große Hochküche. Und es ist bei mir immer so ein Mix zwischen international und auch ein bisschen frankophil angehaucht. Ich war zum ersten Mal, glaube ich, 2001 hier und der Chef vom Adlon hat damals gesagt, jetzt fahr mal da hoch und guck dir mal dieses Projekt Sülberg an, das will Kempinski machen, aber es ist sehr gastrolastig und wenig Hotelzimmer, wenn man so nur, die haben also nur 11 Zimmer. Und ein Jahr später habe ich dann die ganzen Investoren getroffen auf dem 60. Geburtstag von Eckhard Witzigmann und die haben gefragt, Herr Hauser, was machen Sie denn jetzt? Und sage ich, mir geht's gut, ja, wir haben so ein Problem mit Sülberg, wollen Sie nicht den Sülberg machen? Mir war schon bewusst, dass das auf eigene Faust zu machen dann auch mit dem Risiko nicht ganz so einfach ist. Das Haus war, glaube ich, 6 oder 7 Jahre zu, war Baustelle, es ging immer hin und her, wer soll das denn nachher machen? Und ja, ich habe Spaß gefunden, habe dieses Konzept dann entwickelt. Mir war wichtig, dass wir ein Konzept finden für den Sülberg, der für alle Hamburger da ist. Deswegen dieses Konzept Biergarten, wo sich jedermann auch was holen kann. Dann eben dieses normale Restaurant, Bistro Sülbergs Terrasse hieß es damals. Dann natürlich auch ein Sterne-Restaurant, das war das Ziel, auch relativ schnell einen Stern zu bekommen. Das hat auch funktioniert. Nach schon einem Jahr haben wir dann unseren ersten Stern bekommen. Veranstaltungen natürlich. Wir haben dann auch angefangen, Catering zu machen. Irgendwann, ein paar Jahre später, als ich gemerkt habe, hier die Terrasse im Winter ist sowas von lost, dass wir immer auf die Idee kommen, die Almhütte zu machen, auch nochmal ein wichtiger Schritt gewesen. Und somit ist es schon ein Konglomerat an wirklich unterschiedlichsten Gastronomiekonzepten, was dann in der Summe eben sehr, sehr gut funktioniert hat. Es ist ein Beruf, wo ich vielleicht auch selber gezeigt habe, dass man mit so einer relativ einfachen Ausbildung und diesen Beruf es ganz weit nach vorne bringen kann, auch ordentlich Geld verdienen kann, die Welt sehen kann, wirklich was erleben kann auch. Ich glaube, ich habe auf der Europa 350 Tage verbracht mittlerweile schon. Also das ist mehr als ein Jahr tatsächlich. Es ist immer noch so, wenn die Europa vorbeifährt, hängt auch die Habak-Lloyd-Flagge oben und es ist einfach eine großartige Verbindung. Wir haben 10 Stockwerke, ähnlich wie ein Kreuzfahrtschiff. Somit sehe ich den Sülberg und dann natürlich diese Verbindung zur Elbe. Wenn dir das Kochen Spaß macht, dann kannst du damit so wahnsinnig viel machen und so wahnsinnig viel erreichen auch, dass ich finde, es ganz, ganz wenige Berufe gibt, wo man das wirklich machen kann. Er findet immer die Balance zwischen Arbeit und Familie. In den 20 Jahren als kleines Kind, da war zwar immer viel oben und viel am Arbeiten hier auf dem Sülberg, aber er hat trotzdem immer die Zeit gefunden für uns abends, eine Stunde zusammen am Esstisch zu sitzen und einfach zusammen zu essen, zu trinken und Spaß zu haben. Und das war wirklich sehr wichtig, was ich sehr, sehr geschätzt habe. Diesen Platz habe ich wahnsinnig lieben gelernt. Die Leute sind großartig, verstehen was von Essen, geben auch gerne mal was aus. Diese High-End, 2-Sterne, 3-Sterne Küche, die wir da so machen, das ist schon ein Thema, die wird es geben, auch in Zukunft, da bin ich fest davon überzeugt. Die sind auch alle, glaube ich, relativ gut gebucht, aber es wird eben immer schwieriger, da auch die Kunden zu holen und die Kunden zu gewinnen, die sich die Zeit nehmen, 5, 6, 8 Gänge zu essen und schöne Weine zu trinken. Ich sage immer, das ist etwas für den besonderen Tag. Wir werden sehen, was noch kommt, aber ich habe jetzt nicht vor, nochmal 5 Restaurants aufzumachen.